Schon ist der Rennarzt da, zur Ordination an der Strecke. Also mir geht es allerbestens. Mir ist es eigentlich nie schlecht gegangen, bis auf das bisschen Verbrennung im Gesicht. Wir haben bewiesen, dass der Opel ein sehr sicheres Auto ist, haben das allerdings nicht mit Absicht gemacht. Es war ein normaler Rennunfall, wie er in der ersten Runde passieren kann. Muss ja nicht gleich mit solcher Geschwindigkeit sein, wenn schon sowas passiert. Aber ich bin gut aus dem Auto rausgekommen und stehe hier unversehrt.